So, willkommen zurück zu Gothic 2 und generell Nacht des Raben. Und jetzt sind wir ganz wieder zurück. Vor mir nur irgendjemand. Ja. Ne, die Truhe hatte ich schon. Nein, die Truhen hier müssen ja nicht alle geplündert haben. So, mal gucken, ob allerdings der Wumms hier unten im Bett hatte. Das wäre mir nicht sehr lieb. Wenn ich hier über den Hof renne, labern mich bestimmt welche Leute voll. Oder draußen stehen schon 10 Millionen. Ne, hier leben noch welche. Er hatte ein Bett, oder? Das sieht jetzt nicht gerade unbedingt überragend nach Bett aus. Im anderen Raum? Noch mehr Ärger kann ich nicht. Das hier sieht noch weniger aus als ein Raum, der ein Bett hat. Warum haben denn die Leute hier alle kein Bett? Frechheit. Das hat er wirklich nicht verdient. Was? Das kriegt deswegen ökologische Anfälle? Ich hoffe wirklich, dass mich hier keiner anhört, weil ich sehe halt nichts. Das hat er wirklich nicht verdient. Hier war noch ein Bett, ne? Zumindest vom Koch war hier. Der mag mich dann zwar nicht mehr, aber das ist ja auch egal. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Guck mal, ist das. Da ist ein ganz neuer Tag hier. Was weiß, grisseliges Flackern, das hat sich jetzt recht komisch an. Für Innos! Ja, Innos. So ist es, Innos. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auffliege, weil die Leute nicht wirklich an mich glauben. Ritter. Kerolot, stand der schon immer hier oben? Ach ja, bei denen, Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sage ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Was? Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. 20 Goldstück ist ja also nicht gerade viel. Alles meint er wahrscheinlich ironisch. Es gibt auf der Scheibenwelt etwas sowas wie Antidiebstahl. Und die Essenz des Antidiebstahls ist nicht, dass man irgendwelchen Leuten einfach irgendwelches Zeug reinschiebt und oder einfach irgendwie Sachen ablehnt. Das ist kein Antidiebstahl. Nein, nein. Für Antidiebstahl muss die Person sich darüber ärgern, dass das Zeug da ist, aber es darf nicht wertlos sein. Und das passiert zum Beispiel mit Glaskugeln. Was fehlt Ihnen denn? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Euch das? Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Das Ding ist halt, der findet sich schon wieder, das kann ihm doch auch egal sein. Was braucht er denn mit Ersparnissen? Er würde das hier eh nicht überleben. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Oh. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Wir bekommen ja kaum Lohn. Das sind 20 Gold schon viel. Das würde ja nochmal nicht erklären, warum die denn für andere Sachen irgendwie enorm viel Gold wollen. Also das ist ein bisschen inkonsistent mit dem Geld. Aber ich habe bis jetzt, glaube ich, kaum Spiele erlebt, wo das wirklich die Wirtschaft irgendwie Sinn ergibt. Ja. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Tja. Das 20k Gold sind bei WoW auch Bettler stand. Also die früheren klassischen Rollenspiele hatten ja noch so, also zum Beispiel aus Pen und Paper kennt man das auch, da sind die Währungen, fangen ja an, dass du erst so, entweder hast du die 10er oder das Bronzestücke. Du hast also 100 Bronzestücke sind ein Silberstück und 100 Silberstücke sind ein Goldstück. Und dann ist natürlich, wenn der Lord 10 Goldstücke ausruft, dann ist das echt viel Gold. Beziehungsweise Geld an sich, weil wenn ein Brot kostet vielleicht irgendwie, oder eine ganze Verpflegungsmahlzeit kostet 10 Bronze, dann sind 10 Gold natürlich schon echt viel. Zeig mir deine Ware. Drachenschneide. Oh, guck mal, die ist gar nicht mal so schlecht, aber die habe ich schon, ne? Ist das nicht das Ding, was ich schon habe? Ja, die Drachenschneide habe ich. Die Drachenschneide wäre übrigens tatsächlich eine gute Waffe, wenn ich da rankommen würde. Weil die ist ja halbwegs effizient, aber... Die Kriegsarmbrust ist zum Beispiel auch ganz nett. Die braucht nur 90 Stärke. Und würde mir halt... Die normale Armbrust braucht nur 60 Stärke. Oh, hallo, Budding. Du hast den besten Waffenhändler im Spiel gefunden. Das ist gut. Das Problem ist bloß, dass der trotzdem nur 1-0er Scaling-Waffen hat. Das bringt mir alles nichts hier. Ich meine, wie soll ich denn auf 160 Stärke kommen? Boing.
Was hat er denn hier noch? Ein Amulett der Stärke vielleicht? Ne, Amulett der Arzthaut. Oh, das ist aber besser als das andere. Und ein Bergkristall, was mache ich damit? Und er hat 10.000 Pfeile bei und Feuerkraut. Dieses Waffenzuggeräusch macht mich so ein bisschen nervös. Habt ihr hier schon wieder 5 Ork-Exe gefunden? Plankenbrecher, ja, das kann ich halt auch nie. Das ist halt. Ich komme ja nicht mal auf 70 Stärke. Und ich brauche. Wie viel Schaden macht meine Waffe? 85? Also ich bräuchte erstmal mehr Schaden als das. Und darüber hinauszukommen, das ist halt. Ich habe auf jeden Fall immer schon mal ein bisschen Gold noch auf Lager. Ja, das Problem ist bloß, dass der beste Händler im Spiel leider exakt 0 Heiltränke bei hat. Und das ist eigentlich alles, was für mich gerade zählt. Trollfell? Ja, das ist bestimmt nicht das Trollfell. Was habe ich denn hier noch? Goldener Kerzenständer kann weg. Goldener Kelch. Wisst ihr, ich habe gar nicht die Blutkelch-Quest zu Ende gemacht. Das ist eigentlich sehr ärgerlich. Bergkristalle brauche ich bestimmt auch noch. Goldene Schalen können weg. Goldbrocken? Ja, die könnte ich auch zu Gold umwandeln. Das sind goldene Ringe. Aber warte mal, Ringe. Ich habe doch vorhin festgestellt, dass ich mit den meisten Gegenständen im Inventar überhaupt nichts anfangen kann. Ich habe doch hier noch diese... Ich habe doch hier noch mal einen. Erstmal hier den hier. Gürtel der Kraft. Na gut, der bringt Stärkebonus. Das brauche ich vielleicht nochmal. Aber hier, warte mal. Ring der Astralenkraft. Und auf jeden Fall, das Ding ist kacke. Ring der Erzhort. Immer noch. Kacke. Ring der Unbezwingbarkeit. Er hat einen besseren Ring im Angebot, der einfach 8 plus alles macht. Dieser Ring gehört mir. Von mir aus. So, Ring der Lebenskraft, 20 Boni. Ich sehe übrigens nicht, dass ich jemals den Ring der Lebenskraft tragen werde. Das Ding kann so weggeschickt, ich als Bonus. Ring der Krieger, na gut, das sind die Dinger. Die anderen, die Kombon? Aber ich habe kein Amulett der Krieger, oder? Also wenn ich unbedingt auf Stärke kommen möchte, könnte ich da noch in der Richtung noch ein bisschen was tun. Ah doch, ich habe das Amulett der Krieger, also. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ne, ich habe 2 Ringe der Kraft. Ist das ungeordnet, ja. Das ist doch alles nur Gerede. Blätterkrieger? Ich habe 2 Ringe der Krieger. Ah, die bringen halt nur Waffenschutz, also keine Stärke. Das bringt mir so auch nicht. Also ich kenne die genau. Wenn du das Ringe brauchst, geh Engor suchen hier in der Burg. Der hat sowas. Sowas. Ja, das werde ich dann wohl als nächstes machen möchten. Und einfach alle Tränke kaufen, die er hat. Ritter. Er hat, glaube ich, konnte nur Ulda. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen damit, das Drachenproblem lösen zu können. Wie sind die denn jetzt hier angekommen? Ich sag dir was. Die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Doch, das schaffen sie. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Na, ich bin der Größte. Wart ihr hier oben nicht 2 Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Ha, aber er hat's gesehen, oder was? Ja gut, auf der Mauer einschlafen ist natürlich auch irgendwie bitter. Generell haben das haben Militärs ja immer so unvernünftige Vorstellungen von so Wachdienst. Weißt du, erst den ganzen Tag wie Drill machen und dann erwarten sie aber, dass du dauerhaft wach bist in der Nacht. Guck mal das an, gar. Kenne ich den? Moment. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Angar. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Angar. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Sieht aber anders aus. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Das ist eine schlimme Sache. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Der ist bestimmt ein Schläfer, oder? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Oh, da habe ich aber was für ihn. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Tja, die Bude. Ja, das ist. Also, der bräuchte einen. Ich glaube, ich habe keine Besessenheitstränke mehr, weil was sehr schade ist. Weil ich kann nämlich auch keine Vorort und ich kann die nur holen, wenn ich selbst besessen bin. Die Bruderschaft des Schläfers ist dem Bösen verfallen. Deine ehemaligen Freunde aus dem Sumpflager wandeln in schwarzen Kutten über das Land und sind ziemlich sauer auf alles, was sich bewegt. Wovon redest du da? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen,
Sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Na, nicht alle. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ist das wirklich sie dienen jetzt dem Feind und sind nur noch seelenlose Krieger des Bösen. Bei allen Göttern! Hätte ich mich doch nicht so blenden lassen. Man weiß, das gar nicht wird mir niemals wieder passieren, soll. Das schwöre ich. Tja. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wieder haben. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Tja. Was willst du nun tun? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Naja, Krieger würde ich ja Lucken jetzt nicht unbedingt nennen. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Das Ding ist, die Quest bringt vor allem nur 300 Gold, das ist bei ihm abzugeben. Aber jeder Ork, also jeder Standardgegner, der mir jetzt entgegenkommt, bringt auch 300 Gold. Na gut, ja. Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Naja, die müssen Biffer setzen. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Fittlingen umgeben ist. Tja. Das ist doch schon. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Ich hab da meine. Also nie. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, ich versuche schon immer gerade zu sitzen, um mich nicht zu überlasten. Das höre ich zum ersten Mal. Was ist das für ein. Ich wollte gerade sagen, was sind. Die sind aber auch neu, oder? Sind das Drachenjäger? Aber die sehen so hässlich aus. Ach, das sind bestimmt die anderen Drachenjäger. Nicht Biff und Kameraden, sondern die mit Silvio und seine Freunde, die sich überworfen haben, die einfach losgezogen sind. Wahrscheinlich die Nicht-Banditen von denen. So, zu wem soll ich hier los? Geht zu Engor, der hier in der Burg ist. Engor. Ja, stand da oben auch schon die ganze Zeit immer einer. Engor hier in der Burg? Irgendwann muss das hier so kommen. Engor. Wahrscheinlich. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Wahrscheinlich labert mich gleich hier Garrond an, oder? Das will doch keiner wissen. Oh nein, macht er nicht. Ich bin zurück. Wichtig, dass ich mir das wirklich berichten. Das habe ich auch gesagt. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Das ist kein Geheimnis. Wo ist die Verstärkung? Ah ja, Nordhagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Hier brauchst du das nicht. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen, aber es sind einfach zu wenig. Tja. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Tja, habe ich nur Informationen wegen der Drachen? Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Oryk? So steht es in den Heiligen Schriften. Ja, ja, die Heiligen Schriften, genau, ja. So, dann reden wir erstmal Parzival. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Wie alle. Deswegen. Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Nett. Diese Freundlichkeit immer, das ist, ja. Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Was, einfach das Tor öffnen? Was wollen die Orks machen, wenn das Tor offen ist? Dass sie dazu machen. Leuchtendes Beispiel? Ich könnte ihn anzünden. Aber das ist eher Bottingsgebiet. Tja, ja, komm, eine Chance. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garrond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Ja. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Er mag mich ja sind. Na gut, dann Oryk, erzähl mal von den Drachen. Wenn, vor allem Garrond hat ja so viel zu tun, aber jetzt sitzt er wieder allein auf seinem Stuhl und unterhält sich mit seiner Wache. Das ist ein Heuchler. Ich bin schon wieder zurück.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Wie ich sehe, bist du zum Magier ernannt worden. Meine Ehrerbietung. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Das Problem ist, was weiß nicht, was wir dann. Das Problem ist halt, wenn ich ihn röste, greifen mich auch alle anderen Leute an, die eventuell questrelevant sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass er Garand überhaupt nicht sterben kann. Das wäre halt sehr ärgerlich. Erstmal irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Tja, wer weiß, wer weiß. Ich habe übrigens einen taktischen Fehler gemacht. Ich habe Coke Zero Koffein freigekauft. Ja, kann ich ihm irgendwie helfen? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Ich glaube, die kann direkt sein, also, es gibt es ja bei einem obersten Ork-Commander. Ich dachte, die Drachen kommandieren die Legion der Finsternis. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten, Meister. Aber du wärst die beste Wahl für diesen Auftrag. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Kriege ich einen Sniper? Ach, soll ich da Fragen, die ich stellen kann? Das Koksilkaut, der fängt da schon wieder an. Sie hatten keine Vita-Cola. Also doch, sie hatten Vita-Cola, aber sie hatten nur die Vita-Cola Pur Zero. Und die schmeckt richtig schlecht. Die kaufe ich nicht. Dann habe ich halt die Coke gekauft. Weiß ich doch nicht. Das Ding ist, ich versuche auch gerade meinen Zuckerverbrauch runterzustellen und so komisch mit so wenig, so low carb wie nur möglich zu essen, was auch so leid nicht klappt. Also Coke Zero ist deswegen nicht gut, weil die Zuckerersatzstoffe machen dir halt trotzdem Hunger und dann isst du halt einfach mehr. Das ist halt doof. Aber es ist an sich erstmal kein Zucker. Es gibt übrigens auch anderen Zucker, also andere Zuckerersatzstoffe, die nicht so sind, aber die sind sündhaft teuer. So, egal, weiter im Text. Gut, ich brauche halt besser. Ja, genau, ich brauche noch Ausrüstung. Genau. Was, feiger Mord? Ich brauche noch Ausrüstung. Wir haben nicht mehr viel, was wir dir geben könnten. Also, ich kann dir Folgendes anbieten. 3 Elixiere der Heilung, 3 Mana-Elixiere, Elixier der Stärke, ich glaube, ich nehme die 3 Mana-Elixiere, obwohl das eine Elixier der Stärke, das hätte ich wissen. Das bringt 3 Stärke, ne? Oder 2? Das ist eigentlich egal, Tränke kann ich kaufen wie Sack, aber Elixier der Stärke halt nicht. Also, die Elixiere der Stärke, was? Du hast zweimal neben mir stehen? Was, die Vita-Kohle? Oder Zucker brauchst mehr Tee mit Honig? Wie waren das? Sind die Elixiere, sind die dauerhaft Effekt, ne? Weil das wäre auf jeden Fall dann besser, die zu nehmen. Weil die Mana-Elixiere sind auf jeden Fall nur die Dinge, die durch 100 oder 200 auffüllen, auf jeden Fall nur auffüllen und nicht Dings machen. Aber warum hast du trotzdem zwei bei Tee in mir stehen? Das Ding ist halt, beim Tee ist den zu brauen, das ist A aufwendig und B ist der immer alle auf halber Strecke, da müsste ich nochmal aufstehen. Das ist alles doof. Also, ich brauche trotzdem mal eine Antwort von dem. Wofür habe ich euch denn da, Zuschauer? Los, sind die Elixiere jetzt die dauerhaften oder nicht? Wenn ich nämlich jetzt trotzdem ärgere mich, dann muss ich laden. Ich habe, glaube ich, letztes Mal gespeichert, als ich wo vorne am Mauer stand. Es gibt Teekanne, ist keine Antwort. Ich habe eine Teekanne. Es hat lange gedauert, sie zu kaufen. Ich habe sogar eine, die nicht transparent ist. Soll doof sein. Okay, nehmen wir das Elixier der Stärke. Man weiß ja nicht. Ich nehme das Elixier der Stärke. Hier. Es wird sicherlich von Nutzen sein. Viel Glück. Ich könnte mir ruhig mal alle geben, oder? Ich werde keinen feigen Mord begehen. Ja gut, hier Hoshpak. Gut, ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Tja, Informationen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Was? Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Na gut, dann haben wir zumindest den dritten Drachen lokalisiert. Also zwei hatten wir ja schon. Einer Feuer, einer Eis, jetzt haben wir den Sumpfdrachen gefunden. Na gut, hat er noch mehr Informationen? Ich brauche mehr Im Moment. Na gut, er hat leider nichts. Na gut. Jut. Na dann holen wir mal die Heiltränke noch und dann geht's hier richtig ab. Ramazamba und so.